Danke, Killer, für den Follow. So, ich hoffe, man kann mich auch bei mir ordentlich verstehen. Bagi, du hörst mich gut, oder? Ich höre dich gut, also alles prima. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir starten einfach. Und weißt du, was mir langsam auffällt? Es wird zu einer guten alten Tradition, dass wir beide immer im Finale spielen. Ja, das letzte Spiel. Did you Ja, know? immer. It's rumored that Spike Magazine Editor Yuri Rinnell actually hate. It's about to begin. Mal schauen, wie das diesmal läuft. Ja. Du bist ein bisschen aus deiner Komfortzone raus, oder? Sagen wir mal so, die Hochelfen waren mal etwas, mal Neues zu spielen. Spielen mal so ein bisschen mehr, wie du schon sagtest, aus der Komfortzone raus. Und ich merkte einfach, dass ich mit dem Team einfach nicht so viel Glück habe. Wie gesagt, vielleicht liegt das ein bisschen an meinem Spielstil oder einfach, dass mir die Hochelfen nicht liegen. Aber jetzt habe ich es mal ausprobiert und weiß es für die Zukunft. Bei mir im Chat, ihr kennt ja das Spiel mit den Vorhersagen, ihr könnt für Kanalpunkte abstimmen, wer das Spiel gewinnt. Bin blau für Hochelfen. Elfen. Die 2 ist für Tarnis und seine Zwerge. Welcome back, Blood Bowl! Hey, und ich habe ein Heimspiel, das ist ja schön. Wo ich dann doch mal ein bisschen erleichtert bin, ich habe tatsächlich mein Team heute komplett. Siehst du, das habe ich seit dem ersten Spielzug nicht mehr. Seinem ersten Spielzug nicht mehr. was möchte ich denn? Ja, ich glaube, ich möchte in die So, how Offensive. do you stop a high-elf team then, Bob? Kill them all. You can't do that, then have a watertight defense. Stop them from passing that ball. Aber ich muss sagen, die Zwerge haben mir tatsächlich echt viel Spaß gemacht. Bisher. Die Zwerge sind, muss ich persönlich sagen, auch ein schönes Team, aber ja. Wäre noch ein Team, was ich auf jeden Fall auch noch mal spielen müsste irgendwann. Ja, aber was halt die Zwerge schwierig macht, ist tatsächlich, du musst ziemlich vorausschauend spielen. Und bisher habe ich halt Glück gehabt. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Läuferteam gegen mir gehabt. Mal gucken, wie es jetzt gegen dich läuft. Mal gucken. Schauen wir mal. Grüß dich, Triss. Moin. Und dir natürlich auch ein frohes Neues. Okay. Dann wollen wir mal. Jo, auf ein schönes Spiel. Genau, das wollte ich dir auch gerade sagen. Viel Spaß und auf ein gutes Spiel. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. This player likes to be well assisted in a fight. Nancer Strike made with technique and precision. It's not always about sheer muscle.
just like the Slender Geyser. This player keeps on going and going and going. Grab a Mixer and relax, Jim. We're gonna be here for quite some time. Ladies and gentlemen, I can't believe it! The dwarf player has gotten hold of the ball! I repeat, the dwarf player has gotten hold of the ball! Ich mag die Sprüche einfach von den beiden Moderatoren. Ich wiederhole, der Zwerg hat den Ball. Ja, mal gucken. Guck mal, sie sind schon witzig. Mal schauen, wie das im dritten Teil ist. Ja, wobei ich für mich selber noch gar nicht entscheiden kann, ob ich den anfangen werde oder nicht. Also zumindest nicht direkt im Release, glaube ich. Warte da erst noch mit. Ja, erstmal muss er rauskommen. Und dann mal gucken. Steht da eigentlich schon ein Release-Datum an? War ja mal für den Februar gedacht, aber da sie ja die Early Access ja verschoben haben auf 2022, ich glaube ohne den genauen Datum, weißt du einfach nichts. Mhm. Also. Weiß nicht, Wagi, ist dir aufgefallen, dass die auf Steam Regiments einen Beta-Test gerade online haben? Das ist so ein Wargame? Ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also Wargame, Red Dragon und so kennst du bestimmt, ne? Ja. Hab ich auch in meiner Epic-Deiner Bibliothek. Ja, das ist bei mir so ein bisschen der Pile of Shame auch. Also ich habe es zwischendurch mal multiplayer-mäßig ein bisschen gespielt, aber mir ist es tatsächlich zu hektisch, weil du da auch aus den Platoons quasi einzelne Einheiten ansteuern musst. Und Regiments, da steuerst du, das ist ähnlich, aber ein bisschen gemächlicher. Und das ist in meinem Alter doch ein bisschen angenehmer. Ja, wie gesagt, von Pile of Shame müssen wir beide, glaube ich. Da sind wir beide, glaube ich. Können wir beide, glaube ich, dann schöne Lieder sehen. Oh ja. Oh ja. Vor allem, was mich persönlich ärgert, ist, dass ich dieses Battle-Sektor nicht mehr weitermachen konnte durch meinen Dienstplan immer. Aber ich habe halt die Hoffnung, wenn ich jetzt im Februar meinen neuen Job antrete, dass ich da auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit für habe. Ich drück dir die Daumen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich müsste es nur mal wieder öfter spielen. Ja, ich würde es auch ganz gerne mal im Multiplayer machen, tatsächlich. Ich habe mir auch die beiden DLCs geholt, wo dann beide Armeen dann auch Zusatzeinheiten bekommen haben. Das habe ich auch. Die sind gar nicht mal verkehrt, tatsächlich. Also ich habe persönlich jetzt noch nicht mir die... Also ich hab sie mir zwar geholt, aber ich habe bisher sie noch nicht getestet, aber... Ja, ich habe gegen den Computer habe ich mal einmal eine Testrunde gemacht. Also die Sanguinian Guards, die macht unheimlich Spaß. There's quite a few of the opposition surrounding that camp. Glaube ich. They need to be very careful. Any action this player makes risks a turnover. Hast aber auch Glück, oder? Ein gutes Pferd springt mir so, wie es muss. Du weißt doch, 2 plus Elfenbullshit. Ha ha.
I'll get an assist now, wuss. They're gathering around that lone player, like halflings round a settler. This is going to be decisive. Hey. Schieb den Elf zurück ins Meer. Und da rücken die Schnecken vorher. Safety in numbers. Jawohl, da geht's los. Talion, es tut mir leid, falls du zuhörst. Der muss das aushalten. Ich weiß nicht, was das für ein Ping war. Ich habe vergessen, mein Mail-Konto dazu zu machen. More the merrier. The attacker has an assist. Genau das, was ich befürchtet hab. Und dann noch der Launer. Ja, genau das, was ich befürchtet hab, weil ich mit dem Blitz was anderes machen wollte. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. Haha, here's some friends. Is the assist gonna be enough to come out on top? They just got to own! That's what the cool kids are saying, you guys. Ja, Taylor, den habe ich schon gesehen, den Trailer zu Space Marine 2. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie der wird. Der erste Teil war ja schon gar nicht mal verkehrt, ne? Der erste war schon lustig. Also, der hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin auf den zweiten echt
erwischt. Ui. Ey, das war doof. Okay, da haben wir beide ein bisschen Pech. Yep. Ach, die Miezekotze. Hi. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Moin, grüß dich. And personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects. Ah! Gee. That player is about to get punched above and below the belt. Es fallen ja heute schon wieder verdammt viele Schädel. Das direkt fürs Neue hat er gedacht. Move right next to a team. Come on, guys, together. In Also ich finde es ja schon faszinierend, deine Linemen sind so schnell wie mein schnellster Läufer. Das stimmt. Hast du mir aber hier ordentlich durchgewirbelt. That ball's starting to look a little tatty. When are they gonna replace it? I don't know, Bob, and I know what you're doing. You just want me to set you up so you can shout, "New balls, please!" I'm not going to do it. Buzzkill. Ja, das war ein gutes Ergebnis. Da hilft das Blatt. Wenn man es so sagt. Ha!
That's it! Get in their face! They're building a cage around the ball. It's a solid tactic. Unity is strength. Oh. Besser. Viel besser. Hey. Richtig gut. Ja, nicht so gut. Ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt mal deine Runde wieder. Moin Talion, grüß dich. Hallo Talion. Du bist übrigens gerade virtuell in meine Faust gefallen. Aber ich glaube, der Talion steht wieder, oder? Nee, der ist ja nur Taro. Der kann ja wieder kommen. Ja, richtig. Players in trouble, no doubt about it. But what's the coach gonna do? Hey! Jetzt muss der zwergische Dickschädel kommen. Sagen, ich kann auch mal austeilen. Ja, der Toxic, der kann das auch, da ist er nicht. Wenn es einer kann, dann ist es Toxic. Also der Eulenberg-Gnom, der hat ja auch gut gewürfelt, ne? Movement erhöht. Respekt. Ja, ja. Aber wenn man bedenkt, dass wir im fünften Spiel sind und das dein erster Dienst ist, weißt du, wie meine Spielupdate dann sind. Mhm. Weil eigentlich leveln Elfen hoch, vor allem den Hochelfen viel besser, viel schneller. Da ist, war das gerade echt so ein bisschen blöd. You know, this reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Oh yeah. Now that was a weapon of mass reconstruction. Du hast den Loner noch nie. Ich bin mit ihm noch nicht ganz. Ich kann den ein Cage dann ich nämlich nicht so viel machen. Aktuell. Jedenfalls nicht so wie er steht. Man damit vielleicht dann ein bisschen anders spielen, als ich es vielleicht mit anderen Teams spielen würde. Mhm.
den Chaos-Zwergen zum Bleistift, aber auch mit den Orts würde ich das andere, würde ich da viel aggressiver vornehmen. Aber das sind doch Orts und Chaos-Zwerge. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Smells like a good old-fashioned fight. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. You'll get an assist now, wuss. They just got cocooned! That's what the cool kids are saying, you guys, isn't it? That's a holding maneuver, if ever I saw one. About to get punched above and below the belt at the same time. Eieiei. Nochmal der Dickschädel. Wäre ja auch da oben. Das ist das, was ich an den Zwergen echt gerne habe. Die gehen bei einer 8 nicht vom Feld. Kannst du dir vorstellen, dass ich das schon ganz gerne gehabt hätte? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, aber leider konnte ich meinen zweiten Runner nicht mehr leveln im letzten Spiel. Und das ist natürlich das, was jetzt ein bisschen fehlt. Decisive.
was mir fehlt, ist tatsächlich noch das eine oder andere Assist. Das eine, was ich im Team habe, das reicht noch nicht ganz. Das macht mir jetzt schon genug Probleme, so wie du aufstellst mit dem Panzer. Wenn da jetzt noch mehr Unterstützung reinkommt, dann habe ich als Hochelf richtige Probleme. Mhm. Vor allem so wie die wenigen Stills, die ich habe, aber duell drehen wir das ein bisschen hin. The thing about Blood Bowl is how it brings everyone together in the common joy of death. You have orcs. Das ist schön, dass alles flauschig bei dir ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wer beim Skieren mehr bezahlt. Vielleicht zählt der Familienbonus? Frau Schwägerin? Wobei, das war jetzt eine ganz gemeine Karte, glaube ich, oder? Also nicht von meiner Seite aus. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Du darfst mal aufstehen. Come on, guys, together. What this all over the ball game? Textbook stuff. Machst mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Mach ich dir das? Eigentlich möchte ich da jetzt gerade nicht reinziehen. Ich hab zwei Runden. Have you tried that Cruxiade yet, Bob? Ich würde ja jetzt sagen, das war nicht meine Absicht. Das glaubst du mir eh. Also. I may not be the sharpest spike on the armor, but I'm not that stupid. Ich verschenke, glaube ich, mal eine Runde gerade, oder? Warte mal. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade am Nachspielen bin. Alles gut. Alles gut. Eigentlich bringt mir das nicht wirklich viel hier. Gucken wir mal. Na komm, wir probieren es so. Be gone, fell demon! Problem, Bob? Playing fly in my coffee.
Du hast aber auch was gegen meinen Glamdolin, oder? Naja, sagen wir mal so. Ich habe durchaus Zwerge schon gesehen, die auch werfen. Also so ist es nicht. Habe ich auch schon gesehen. Muss ich nicht unbedingt riskieren, dass du vielleicht irgendwie da noch einen Wurf hintrittst. Weil ich vielleicht diesen einen Zwerg da irgendwie einfach übersehen habe. This player likes to be well assisted in a fight. Und man muss dazu sagen, sie sind mit 8er Rüstung in einer Zwergenliste dann doch die Schwächeren. Ja, das stimmt. Is the assist gonna be enough to come out on top? This is not. Oh, very well. One of them should hit harder next time. But... Meinst du wirklich, das wird so lange bei mir dauern zu schälen? Also meine liebe Schwägerin sagt gerade, dass das bei mir schieren länger dauern würde, als dass du mich jetzt hier fertig machst, so nach dem Motto. Na, mal gucken. Gucken wir mal. Also ich sagte halt, bis sie fertig ist, ist das Spiel vorbei. Ich interpretiere da jetzt mal ein bisschen was rein. Würzt dich. Der ich bei Gebt mir ein P bin, hat das Publikum vergessen, wie es anfängt. Also wegen keines Lupus, ne? And the skulls of five players' agents. Tasty. Hey, and that's a holding maneuver, if ever I saw one. A solid formation. I want to see the opposing team have a go at the fall now. Is strength. Besser. Moin Eulenbert, grüß dich. Joking. Love it.
Ich habe einen Gedankenfehler gehabt, verdammt. Bob in front row? I think it is, Jim. Hey, Borak! Zog off, you fucking head! Wird nicht gut gehen, oder? Wer weiß? Moses. 50-50. Ja. Aber er liegt passend. Er liegt da, er ist nicht wett, aber selbst wenn er wett wäre, wäre für mich schon schwer, da irgendwas reinzuschieben. Ja, aber ich wollte die Lücke von hinten zumachen. Das, war dann doch schon übel. Kommt nicht hin. Du hast noch ein Ziel. And personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and smell your teeth in your teeth. Wieder ein Panzerdurchbruch. Konstant, das war jetzt blöd. Gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Ich schieb den nicht noch einen Schritt nach. Nicht? Nee. Möchtest du nicht? Nee, ja nicht. Schade. Naja. Selbst wenn du den da raustrittst, brauchst du immer noch zwei Duo-Foils, um jetzt in der letzten Runde noch so 1-0 zu machen. Ich weiß. Der andere kommt nicht mehr hin, der andere Läufer. Ja, wahrscheinlich wäre es sinniger gewesen, von einer Seite rüber zu ziehen, anstelle durch die Mitte. Thank you.
Chance durch den nächsten. Safety in numbers. The attacker has an assist. Well done. You got the ball carrier. So, und jetzt kommt's drauf an. Yes! Jetzt nicht. Da habe ich übersehen, hätte ich die Mitte besser zu machen müssen. Danke dir. Ich hatte Angst, dass du seitlich gehst. And it's gone. Aber das hätte auch mal wieder anders ausgehen können. Deswegen habe ich eben so lange gewartet, bis ich tatsächlich meine Jungs dahin mich entschieden habe, den Zug dann halt zu verschenken. Aber wir sind denn jetzt mal da. Jäger hier. It's a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jim. Ask me again when there's more blood on the field. Yeah.
Okay. What was your favorite moment as a Blood Bowl player, Bob? Oh, well, that has to be scoring my first touchdown, Jim. You see, I just ripped the head off this git who'd given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun, I shoved the ball down his throat and then lobbed his whole body into the end zone. The ref said it was classified as a catch, so I scored a touchdown. Hey, ein Zusatzzug. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Und ein Touchback, yay. Das ist natürlich jetzt etwas... Ich habe nicht auf den Touchback gehofft, ich habe eher auf Dienst gehofft, auf Blitz für mich. Aber damit kann ich noch besser arbeiten, muss ich ja gestehen. The attacker has an assist. Force him back and then pow! Ja, der Catcher ist ja auch schon direkt der Richtige, der den Ball braucht. Ne? Du spielst auch mit Wollenbert nun. Yeah, smells like a good old fashioned fight. Mehr als eine Rusche wird das nicht, weil der mit ist. Mit denen mal Risiko. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Direkt Stun, das ist natürlich. Problem ist, wir müssen, ich muss ein Dufo den. That
players like a streak of lightning. Yeah, it's a streak of something, Jim. But I wouldn't call it lightning. Aber ich musste so aufstellen. Ja, das ist gut. Es hätte ja auch gepasst. Es wusste ja keiner, dass ich einen, dass wir jeder noch einen Zug drehen. Naja. Also da hat Laffel heute wieder richtig Spaß. Noch ist das Ding ja nicht durch, also Möglichkeiten hast du. Aber nicht viele tatsächlich. Weil du genau den passenden Spieler genockt hast. Der Stunt. Ja, dann schauen wir mal, was Naffel dazu jetzt hat. Da kommt man nicht dran. Hey, Jim, how many halflings does it take to change a candle in a lantern? Well, they're very short, so maybe quite a few. My experience, it takes 6. 1 to change the candle, and 5 for me to eat. Ja, gut, dass du deinen Go for it geschafft hast. Das musste ich auch machen, sonst wären viel, viel mehr Zwerge rangekommen. Der zweite Dofoid wäre unnötig gewesen. Der zweite Dofoid hätte mir nicht viel gebracht. Das ist es ja. Players arrive to assist their teammate. Jetzt kommt's gleich alles schön auf Naffel an. Ja, so wie es immer ist mit Naffel. Ah, wollen wir mal probieren jetzt. Das hat er geschafft. Das ist es. Put pressure on the ball. Can't argue with that. Ja, geht's jetzt. Danke. Oh, da hatte ich auch mehr Schwarzlütter als verstanden. Ja. Also, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So. Hier, komm, bring das Scheißchen den nach Hause. Ja. Der Eulenbär macht's natürlich. Ja, er hat damit auch sein zweites Level ab. Boom! Touchdown! Just before halftime. Aber das ist auch natürlich das einzige Ergebnis, was mir nichts bringt. Das würfel ich zweimal hintereinander. Ja, alles andere wäre super für dich gewesen. Alles. Ja. Ja, aber dadurch, dass du natürlich jetzt auch den Angriff hast, This is indeed a vital pick. Ja, ich muss immer noch durch. Das sind immer noch Zwerge in der Verteidigung. Also. Liegt vielleicht an mir, aber ich habe äußerst viel Respekt vor dem Zwergenteam. Also.
Ich weiß, dass du ja auch ein guter Spieler bist. Ja. Relativ würde ich mal behaupten. Aber ich lerne. Das ist, glaube ich, das, was am wertvollsten ist. Das tun wir alle. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Touchdowns are coming. The studio wizard has promised me at least one more before the final whistle. Ach, probieren wir es nochmal. Sehen wir das nicht so aggressiv an, liebe Leute. On balance, I prefer the passing game to running down. One tactic is for the intellectual elite. Also, Nathalie hat heute echt gute Laune, oder? Ich meine, das kommt mir jetzt zugute, aber... Ah, schon wieder ein Touchback. They're gathering around that lone player, like halflings around a sandwich. Come on, guys, together! Aber Wagi, weißt du, was mich beruhigt? Hm? Unsere Matches sind immer spannend bis auf den letzten Turn. Das spricht ja durchaus für unsere Matches. Absolut. Meine Jungs schon zwar gut durch deine Rüstungen, aber das mit dem Wehtun haben die aber echt noch nicht drauf. Ja, das ist wohl wahr. Weltbetonte Elfen streicheln, wie ich es so schön nenne. Ja, aber natürlich, wenn du so mir natürlich stunst, das ist schon okay. Dafür, dass meine Jungs da so eine hohe Rüstung haben. Das dann ist ja okay, aber so ein K.O. Mir würde ein K.O. glaube ich mal reichen. Ja gut, aber dann musst du eine 9 würfeln. Ja, ich wollte. 9 oder doch 9. 9, 10 wäre ja schon verletzt. Genau. Und normalerweise ist ja schon bei einer 8 mit K.O., aber durch den Dickschädel wird das jetzt dann umgewandelt. They've thrown the ball. Hol dir deinen Hund. Sehr schön. Handoff followed by a great pass. A classic combination.
schauen wir mal. Erstmal gucken. Hier ein bisschen Truppen drüber kriegen. Jetzt sieht man das, was man nicht so häufig sieht. Zwerde im eiligen Laufschritt. Entschuldigung. Ja, das ist gut. Stimmt ja auch. Smell your breath and see the dead insects in your teeth. Smells like a good old fashioned fight. Jetzt du Ule in Ruhe. Is the assist gonna be enough to come out on top? Oh, meine Jungs müssen ja auch mal zeigen, dass sie doch ein bisschen noch was können. Ui, da hat's aber geblitzt. Ich meine leider nicht das Spiel. Und gerade richtig die Unwetterfront bei euch. Ja? Anybody got any playing cards? I'm getting bored. Hey, who knows the rules for Nerdlings in the Closet? So, bitteschön. Dein Schlimmstes. Sind immer so, als ob ich das Üble der Welt wäre. Nein. So war es nicht gemeint, Bage. Sagt der jetzt. Ja, stimmt. Ich überlege mir das mal, wie ich es gemeint habe zum Ende des Spiels. Je nachdem, wie es aussteht, ne? Genau. Ich verstehe das schon. Ah, ich bin so froh, dass wir wieder aufeinandertreffen.
That's a holding maneuver, if ever I saw one. Ich musste auch sehr lachen, als ich das gesehen habe, mit dem, wer den dann spielt, wer den wen spielt. Ja. Ei! Das ist schlecht. Nur Lampton-Effekt, okay. As a fart in a thunderstorm. Gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Ah, scheiße! Ach, oh, Glück gehabt. Entschuldigung, normalerweise fühle ich nicht. Alles gut. Ich glaube, mein Chat ist, was Fluchen angeht, bei mir schon einiges gewohnt. Alter, das war jetzt richtig böse. Alles gut. Ich hätte es in dem Moment sehr gut verstanden.
often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing and got straight to the maiming. That would be blood. Without the bone, it's just more than bone. You can see that anytime at my house. I can? Let's go there. To be decisive. Ach, scheiße. Da ist ja noch Platz. Egal. He's following up, hoping to get the knockdown next time. Ich sehe, was du vorhattest. Ja, ich habe einen Gedankenfehler drin gehabt. Ja, was soll ich da wohl nehmen? Stehen. Egal. Das ist doch blöd, die Ziehen. Aber dass ich da so einen Gedankenfehler hatte, das wird mich jetzt das Spiel kosten. Du hast auf jeden Fall noch die Nutzzeit. Sollte ich jetzt schaffen, den Touchdown zu machen? Das ist auch immer noch die Frage. Hast du immer noch die Nutzzeit? Hi, Zugnoff. Willkommen bei mir auf dem Channel. This player likes to be well assisted in a fight. Ja, das war's. Das ist der Gummibär. One team leads, the others forced to do something about it, which leads to mistakes and fatalities. Oh, meine Lieblings-Cheerleader. So kann ich wenigstens behaupten, egal wer jetzt gewinnt, es gibt genug Bier. Possession is the key to winning, which must drive the coach crazy, as his team has just kicked it away. Aber jetzt fehlt mir natürlich mein Läufer, ne? Der Schimmerbart. Der ist übrigens einmal schon bei mir gestorben. Weiß ich, kennst du die Romanreihe Die Zwerge von Max Heitz? Ich habe sie hier stehen, ich kam aber noch nicht dazu, sie zu lesen, muss ich gestehen. Ah, musst du auf jeden Fall machen. Ja, also steht jedenfalls auch, steht in die Reihe, wie gesagt, nach und nach alles. Ich wollte auch noch die Witcher-Reihe mir durchlesen. Ja, wobei, aber da habe ich das erste Buch und als Hörbuch gehabt und da muss ich sagen, da ist nicht der Funke wirklich übergesprungen. Okay. Also ich muss sagen, die Serie feiere ich ja sehr, sehr. Und ja. Irgendwann hatte ich durchaus mal vor, mir die Bücher mal zu holen oder eben Hörbücher.
play Blood Bowl. Hey. Du hast ein Touchpad. Ja. Danke für den Hinweis. Ich war nur gerade am Überlegen. Hätte ja sein, dass du gerade beschäftigt warst. Du bist auch schon wieder. Ich stell dich hier in die Mitte und du weichst bis dahin ab. Boah. Liebes Naffel, manchmal hasse ich dich. Is about to get punched above and below the belt at the same time. Wouldn't like that. Joking. You're gonna love it. Player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before the fall. Schon doof, ey, das ist so doof. This formation gives them a safe progression. It's gonna be hard to make them lose the ball. Passt. He'll get an assist now. Wuss. Ja, ich versuch's zumindest, aber die Panzerformation ist noch nicht ganz zu. Und in der ersten Runde, jetzt weiß ich nicht, wie lange du schon zuschaust, Zocknaff, in der ersten Runde habe ich tatsächlich in meiner letzten Runde den Touchdown machen können. Und dann hat Naffel uns noch einen Zusatzzug beschert und da konnte natürlich der liebe Wagi das 1-1 rausholen. You wearing perfume, Jim? No, it's a scent. Very different from perfume, Bob. You like it? It's called Rotting Cadaver. Ja, geht das wohl Pech, wenn ich jetzt sage, dass das jetzt gerade das Ergebnis ist, wo ich innerlich eigentlich mit gerechnet habe? Ich weiß nicht, ob das Pech brennt. Ah, perfekt. Ja, wobei du immer noch eine Chance hast, tatsächlich noch ein drittes zu machen. Hey, danke für das Follow.
Oh ja. Also wir haben auch ordentliches Unwetter. Und meine beiden Kinder haben relativ spät erst in den Schlaf gefunden. Weil eigentlich wollten wir schon um 20, 20:30 Uhr mit dem Match anfangen. Ich glaube, kurz vor 9 ist es dann geworden. Für den Regen und Unwetter oder was habt ihr so? Also hier in Hamburg drehe ich jetzt da nichts mit, also hier scheint es ruhig zu sein. Ich meinte zwar jetzt Zockner, aber das ist gut bei euch. Nicht, dass es da auch schon wieder eine Sturmflut gibt, ne? Oder Hochwasser. Travels through history, infecting everybody. Wobei ihr, glaube ich, im letzten Jahr richtig noch Glück hattet, oder? Oh, und zwar eigentlich ruhig, was das angeht. Ja, bei mir im Dörfchen, beziehungsweise rund ums Dorf, wir sind ein bisschen höher gelegen auf dem Hügel, da ging es noch halbwegs. Aber Zugangsstraßen sind bei uns weggeschwemmt worden. Aber bei Zocknaf kommt Hagel runter, der lauter als der Stream ist. Oh Mann. Dann hoffe ich nur, dass dir gleich nicht die Ohren wegfliegen. This could be fun, especially if the ball holder goes down. Ich natürlich hier wieder den Spaß, dass das mir gerade nicht so zusagt, wie es hier aussieht. Und? You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Oh nee, das machen wir mal so nicht. Ach, nicht elf ortische Züge? Nein, das machen wir mal nicht. A great game so far. We seem to be having a little dull moment, but it'll pick up any second now, I promise. Mm-hmm.
Oh, nur mit einer 2. Holla, die Waldfee, okay. Weißt du, ein Pferd springt nicht höher, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Das hilft dir nicht, ich weiß. Aber... Ja, es könnte besser sein hier. Jawohl, geht doch. Wieder mit einer 2. Hallo? Sag mal, kannst du denn halbwegs was verstehen? Okay. Ich hatte dich eigentlich gefragt, ob du irgendwas halbwegs verstehen kannst. Aber ich schließe mal daraus, dass du auch irgendwie eine Dachgeschosswohnung hast. Ey, kommst du tatsächlich da dran? Das ist doch nicht wahr. Deine Blitzelfen. Absolutely have to stop him. Or her. Whatever. Magi, Magi, Magi. Ich unterschätze immer wieder, wie schnell die Elfen sein können. Und auch noch ein Star. Okay. Tonios, ich grüß dich. So. Jetzt liegt der Ball jetzt aber trotzdem nicht so geil da. Was soll's? Prozent Ball aufheben, Himmel, Arsch und Zwirn. Entschuldigung. Kein Problem. Aber ich denke mal, wenn dir jetzt kein taktischer Fehler passiert und ich doch noch irgendwie da durchkomme, dann sollte das 2-1 für dich ausgehen, denke ich. Warten wir es. Schauen. Ich habe den Dartwater, habe ich das Spiel in der letzten Runde auf den Dem, weil irgendwie alles bei ihm irgendwie in der Reihenfolge von Vieren und Sätzen kam. Da bin ich lieber. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich habe den Rainbow auch 2-0 geführt und der hat dann auch noch in der letzten oder vorletzten Runde 2-2 gemacht. Also. Bin ja, so ein bisschen. Ja. Ja, also der Ball liegt für mich nicht schlecht. Das muss ich sagen. Also noch habe ich eine Chance, aber dafür müsste jetzt auch alles klappen. Und eine Runde verliere ich definitiv noch, weil mein Läufer da unten liegt. Ne, zwei sogar. Hui. Der ist ja auch sogar stunned. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ah, okay. Dann das Problem ist, auf 4 plus den Ball aufheben ist natürlich immer so ein Problem. Was sind die Elfen in Warhammer? Die Orks sind Pilze, sind dann die Elfen Blumen? Hey, also, ich würde das jetzt so bestätigen, oder, Magi? Die Blümchenpflücker? Wobei, es gibt ja auch noch die Waldelfen, das sind dann die Baumkuschler.
Der Baumschmuser. Wobei die hier im Blood Bowl echt übel sind. Also wenn da der Kriegstänzer gelevelt ist, den aufzuhalten, das wird übel. Das stimmt. So. Kostieren wir mal was, hä? Na, wird das 3-1 doch tatsächlich noch. Respekt. Da war die Elfen 1. Er hat's nicht geschafft? Nee, Doppel 1. Respekt. Aber der jetzt Beil hat der Beil liegt nicht besser und nicht schlechter für uns beide. Antonius sagt gerade, seine Lieblingselfe ist immer noch die Hetzentriederin und da hat er in meinen Augen recht. Ja, also da habe ich auch echt Spaß dran gehabt. Wollte ich gerade sagen. Ja, wo liegt er denn drin hier? Achso, da. Dieser distante Läufer, rechter rettet mir gerade so den Tat. Ja, sobald die Hetzenfähre natürlich gelevelt ist, ist eins der ersten Sachen natürlich blocken. Und dann macht die Dinne die Frau. Und die ist nicht schön, was sie da macht. Dann macht sie Dinge. Das hast du nett umschrieben. Ich hab zwar FSB 18 bei mir hier dran stehen, aber man kann das auch so noch umschreien. Also Zognafs Lieblingselfe ist die aus der aus dem Lied Nackte Elfe, die genau in ein Wesen halb Giraffe und halb Besen verwandelt wurde. Ja, komm, wir probieren es jetzt hier mal. More the merrier. Ja gut, das war klar. Aber ich musste das riskieren. Der Gummibär. Sagen wir mal so und so, da war mir das Duo-Ed doch dann doch zu unsicher. Jetzt kommt's aber hier. Hey, nicht schieben, ich bin titzlich. Na klar. This player likes to be well assisted. Das ist so. Was ist denn das jetzt hier? Aber wenigstens hat jetzt der Longbird da unten noch mal ein bisschen was zu drücken hier. Besser nicht. Das will ich sehen mit Revolt. Nö, aber da ist zumindest ein Reroll. Mit dem Ergebnis kann ich leben.
Ja, damit kann ich auch leben. Noch liegt er da. Der Ball. Hätte mir nur mehr Hände von meinen Zwergen da dran gewünscht. Ja, ich gebe mir Mühe. Dognaf. Don't do it again. I hate bad puns. Tilla feuert dich hier schon an. Wer feuert mich an? Tilla. Danke, jetzt Tilla. Tilla, K-I-L. Ach, Tilla, okay. Ich habe gerade an die Tilla Wargames gedacht. alles gut. Ich spreche das klar manchmal eben nur als T aus. Aber alles gut. Ja, mache ich. Tilla, danke fürs Anfeuern. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Zug jetzt von Vagi spielentscheidend wird. Was jetzt passiert. Ich sehe noch keine wirkliche Möglichkeit da, irgendwie effektiv den Ball ranzukommen, außer ich mache irgendwelche Harakiri-Aktionen. Ja, ob ich den Wagi noch abziehen kann, weiß ich nicht. Dafür fehlen mir, glaube ich, ein paar Felder Bewegung. Do you think there's going to be any action at all in this game? I'd like to see something ein happen. Frontmann. Or I'm just going to go and watch Game of Thrones instead. Ja, kein Wunder, dass ich den Ölfilter nicht umgehauen kriege. Der ist immer so flutschig. At the same time. Und jetzt noch den erfolgreichen Pass und dann kommt das 3. Nicht bei der Reichweite. Das ist mir Landepunkt. Stimmt. Das ist. Ja, ein bisschen zu. Und da geht er zu Boden. Also Naffel hat heute echt viel Spaß. Ja, aber der Ball litt nicht schlecht für mich, das ist es. Nee, leider Killer, weil ich nicht dran. Ah, ich kann mal, Juche. Jetzt müssen wir erstmal. Werden um Start angefangen, Start nachgelassen. Ist die
Is this gonna be enough to come out on top? They're gathering around that lone player, like halflings round the stage. Komm ich tatsächlich noch nicht rum hier? Fashion fight. Ob mir Talion Doblins wären wir, glaube ich, sogar ein bisschen lieber und lustiger als Hochelfen. Oh, mal schauen. On the edge of the field there, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Okay. Attacker has an assist. That's a strike made with technique and precision. Sheer muscle. Ja, ich tu mein Schlimmstes. Aber 33 Pickup krieg ich glaube ich nicht hin. To secure it, and fast. He tries to secure the ball. Ah, scheiße. Ich habe ihn nicht mehr aufstehen gekriegt, ey, fuck. Ich hatte einfach mal Lust, Dolmer dazu. Einfach mal ausprobieren, vielleicht meinen Horizont erweitern. Aber im Endeffekt, ja. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit dem Runner tatsächlich noch einen Blitz mache. Und darüber habe ich das jetzt verpeilt, ey, den aufstehen zu lassen. Mist.
Safety in numbers. This is going to be decisive. Oh, du gehst, du schickst mal einen von mir auf die Bank. Ja. Eigentlich hätte ich mir die Kohle für die, wie heißt die, die Babes noch? Die Blattweiser Babes? Blattweiser Babes, danke, die hätte ich mir eigentlich fast sparen können für ein K.O. jetzt in der letzten Runde. Wenn ich da ein Wetsch trete. Das ist nichts daran, dass da zwei Titel zum Rand sitzen. Ah, mir fehlt der Läufer, mir fehlt der Läufer. Simple matter of getting the ball at their feet. It's never simple. A loose ball is a dangerous ball. Looking for the ball, but can they pick it up? Players arrive to assist their teammate. Ja, mehr wird's nicht. Besser wird's nicht. Mhm, okay. Das Problem ist, Ball aufheben wollte ich jetzt nicht, weil wenn ich das nicht schaffe, dann liegt dir vielleicht so, dass du besser aufheben kannst. Come on, guys, together! Jeremiah Crump always has superior skills, okay? Thank you.
They'll need to scoop up that ball and quickly. Takes a skillful player to stay up under such a sustained assault. Well done, little fella. You gotta encourage the poor thing. Not often he exceeds in such an action. So, jetzt müssen wir gucken, ob Naffel da ist oder nicht. Pass! Well, it starts off with fighting in the dying moments of the match. Jawohl. Ich hab Demos! Steuern! Score is even. The next touchdown wins. Ja. Alter Falter. Wagi, das ist wie immer bei uns beiden, ne? Sorry, es ärgert mich gerade nur, weil es jetzt das vierte Mal hintereinander, das dritte Mal, und ja, Entschuldigung, das... Alles gut. Ah. Aber trotzdem, und für uns beide ist das wieder... Eigentlich wie immer, ne? Ja, ich hab mir kurz überlegt, hätte ich den Reroll nehmen sollen, den Zwerg umknoppen sollen, und als ich es nicht gemacht habe, hatte ich gedacht, ja, hätte es mal machen sollen und dann schauen. Ja, was soll's. DZ zum Unentschieden? Dir auch. Und vielen Dank auf jeden Fall für dieses mega spannende Spiel. Ja, ebenso. Moin Ule, frohes Neues. Genau. Naja, Dolmer, Zwerder, die Zwerder haben die Elfe ja nicht besiegt. Das war ja eher das Unentschieden. Darum und von mir übrigens an alle, die mich jetzt noch nicht gehört haben, auch von mir natürlich ein frohes Neues. Ja, von mir auch, wie gesagt. Und es nervt mich einfach, dass ich seit dem zweiten Spieltag ist das jetzt ständig passiert. Es ist ständig passiert und darum bin ich so ein bisschen genervt. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Das war ein schönes Spiel, Wenn dir das aber seit Spieltag 2 passiert, ärgert dich das. Also meinst du wirklich, dass du seit dem zweiten Spieltag immer in der letzten Runde noch den Sieg aus der Hand gibst? Oder? Ja. Ich habe seit dem zweiten Spieltag 4 Unentschieden gespielt. Und teilweise habe ich 2-0 zur Halbzeit geführt. So, davon abgesehen, sehen, dass meine hier Spieler des Spiels, Dinar, im ersten Spieltag war es Toter. Im das Spieltag. Hatte ich auch. Und dann waren es 2 Lohner. Die ich mir nicht mehr leisten konnte. Oh, das ist bitter. Ja, dann kann ich das nachvollziehen tatsächlich. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist so dieses so boah. Aber das, also ich bin ja bekannt für solche Alles- oder Nichts-Züge, ne? Also ich habe ja schon Spiele gewonnen mit roten Würfeln, wo das dann doch mal geklappt hat. Ja, alles tut. Und, war ja auch schön gespielt. Ich hätte auch gar nichts anderes machen können, ne? Und schau mal, das hätte der Pass schief gehen können, das Fangen schief gehen können. Ja. Und das Aufheben, also das. Ja. Ich hatte keine andere Möglichkeit.
Aber trotzdem, Vagi, vielen lieben Dank. Also, mein Herz schlägt immer noch ohne Ende. Und ich komme gerade auch nicht aus dem Schmunzeln raus, so ein bisschen. Gebe ich gerne zurück. So, war ein sehr, sehr schönes Spiel. Boah. Aber es... Ah, holla die Waldfee, ey. So, dann mach ich mal definitiv schon mal die Bestätigung für den Spieltag. Beziehungsweise für den Spieltag, für das Game hier. Wir waren Gruppe B, ne? Ja, Gruppe B. Oh, hör mal, wir waren die Ersten, die gespielt haben. Wusste ich noch gar nicht. Ja, du Rainbow hat eben über die Feiertage eben jetzt auch zwischen den Tagen viel zu tun. Ja, Ude, so unwahrscheinlich 2x50% plus 1x67, das stimmt schon. Das ist nicht so unwahrscheinlich, aber wie gesagt, alles gut. Alles gut. Also es ist bisher lustigerweise für mich auch mein schlechtestes Erlebnis, wenn ich mir das hier angucke. Ja, ich bin gerade auch auf dem Leaderboard. Das stimmt, 1-4, ne? Ja, das ist das schlechteste Erlebnis, seitdem ich Blood Bowl wirklich spiele. Blood Bowl 2 online. Mhm. Also was lernen wir daraus? Wardy spielt keine Elfen mehr. Es ist sowieso falsch, ein Elf zu spielen. Außer es sind Dunkel. They've got so many twerps coming through on twerp. So, jetzt habe ich jetzt genug Geld, um mir noch einen Spieler zu kaufen. I don't see why I gotta take notice of them now. Ja, wobei ich meine, wahrscheinlich einfach in die Open Ladder reinpacken werde. Weil die haben mir schon Spaß gemacht zu spielen. Ich weiß auch da nicht, was, ob wir da danach noch was machen oder nicht. Also ich hätte trotzdem weiter Lust, das am Leben zu halten. Vor allem, wie gesagt, jetzt im Februar oder ab Februar, wo ich dann hoffentlich wieder mehr Zeit habe, dann dürfte ich das auch nicht mehr so verzögern. Nee, ich meinte, ob wir dann irgendwie noch eine O-Runde machen oder irgendwie sowas. Achso, da lief ja die Abstimmung. Ich habe mir nur die Ergebnisse nicht angetut. Playoff. Bei mir war es eigentlich egal, muss ich persönlich sagen. Ich bin da sehr neutral. Ja. Na, Variante 2 wird's wohl. Na, mal schauen. Gut, ich bedanke mich schon mal bei dir. Ja. Für das schöne, schöne Spiel. Ich bedanke mich auch. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Wir treffen ja immer im Finale aufeinander hier, ne? Das stimmt. Und was mich ein bisschen tröstet, ist, es wird immer knapper tatsächlich. Also, je mehr ich spiele, umso besser wird's auch. Ja, das stimmt. Aber gut, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche. Ja, ich dir auch. Ich habe zum Glück morgen mal frei. Und dann habe ich hoffentlich ein bisschen Zeit mal mit meiner Frau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie auch mal hier Battle Sector oder so mal zusammen eine Runde zu machen oder so. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Sehr deren. Melde dich dann einfach, wenn es bei dir zeitlich wieder besser ist. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja. Bei mir sollte das sich dieses Jahr ein bisschen beruhigen und so weiter. Mal gucken, auch so ein bisschen nerventechnisch und so weiter. Aber wir drehen das hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Vagi. Ne? Wie gesagt, auch an deine Zuschauer alles Gute und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Bis zum nächsten Mal und auch deinen Zuschauern einen guten Start in die Woche. In diesem Sinne, mach's gut. Ja, ebenso. Ja, Leute, ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe auch, euch beim nächsten Mal wiederzusehen hier bei mir. Ansonsten, bis dann. Ciao, ciao.